Hello party people and welcome to my crib. Hereinspaziert. Nach 2,5 Jahren gibt es endlich mal eine Room- bzw. Wohnungstour. Ich zeige euch meine komplette Wohnung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das hier ist übrigens Moskau für alle, die ihn noch nicht kennen. Er ist übelst aufgeregt. Junge, dein Herz pocht, Alter. Willst du auch gleich mal dein Zimmer zeigen? Moskau hat nämlich ein eigenes Zimmer. Okay, also hinter euch befindet sich die Eingangstür. Und wenn man da reinkommt, steht man hier in unserem wunderschönen, hellen Flur. Hier ist alles sehr schlicht gehalten. Ihr werdet hier diese verspiegelten Kommoden, allgemein diese ganzen verspiegelten Möbel immer wieder in unserer Wohnung finden. Ich fand, das ist richtig schön. Übelster Staubfänger, das ist natürlich mies, aber es sieht einfach nice aus und ich finde, es sieht richtig hochwertig aus. Und ja, das hier ist so unser kleiner Flur. Wir haben hier diese Kommode, hier sind Moskaus Leinen, Geschirr und sowas drin. Da ist einfach nur so eine Krimskrams-Schublade. Dann haben wir hier zum Beispiel so eine kleine Kiste, da sind dann so Polaroid-Bilder drin von unseren ganzen Freunden, die hier immer sind. Also ganz, ganz viele. So als kleine Erinnerung. Genau, dann hier einmal ein großer Spiegel, damit man sich immer abchecken kann, seine Outfits abchecken kann, bevor man geht. Und ja, ansonsten ist es halt, wie ihr sehen könnt, sehr clean. Ich hatte mal überlegt, hier vielleicht noch ein großes Bild anzubringen, aber ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den ersten richtigen Raum und der befindet sich dort. Da ist nämlich das Gästezimmer. Hereinspaziert. Ja, hier ist das Gästezimmer, beziehungsweise ja doch schon Gästezimmer oder auch Abstellzimmer. Wir haben halt hier keinen Keller, wir haben so einen kleinen Abstellraum, den zeige ich euch gleich auch. Aber hier lagern wir viele Pakete, hier drehen wir ein paar Sachen und wenn Besuch kommt, schlafen die halt hier auch. Also wir haben hier erstmal so eine richtig süße kleine Couch, die kann man leider nicht ausklappen. Das heißt, wenn Gäste kommen, kann hier auch original eine Person drauf schlafen. Aber es sieht richtig ästhetisch aus, finde ich. Das ist sowieso voll der ästhetische Raum. Also ich finde, das ist so, keine Ahnung, das sieht aus wie so ein wunderschöner Showroom. Dieser Spiegel, der da hinten ist, der kommt noch weg. Der ist da gerade nur so, weil ich nicht wusste, wohin mit dem. Genau, ansonsten, ja genau, hier so Teddy-Couch, dann der passende Sessel dazu. Dann haben wir hier ein paar Schränke. Da befinden sich unsere, ja je nachdem, entweder Winter- oder Sommersachen, also Klamotten, die wir nicht brauchen. Dann, ich glaube, da ist nur ein Teil von Marvin mit seinen Schuhen und sowas. Und hier in diesem Eckschrank befinden sich, ah ja, unsere Koffer und Podcast-Equipment, Kamera-Equipment und halt so, ja, Sachen, die man jetzt nicht unbedingt sehen soll. Dann haben wir hier noch einmal so eine kleine Kommode mit so ein paar Deko-Sachen. Fand ich richtig hübsch. Hier ist auch eigentlich immer nur so Krimskrams drin. Übrigens hier, Leute, einfach in der Mülltüte. Der schärfste Chip der Welt. Wer hat das Video mit Sonny gesehen, wo wir die schärfsten Sachen von der ganzen Welt essen? Und hier ist dieser Todeschip drin. Den habe ich in eine Mülltüte eingewickelt, weil ich Angst habe, dass diese Gewürze davon irgendwie rauskommen. Und ich habe es hier im Gästezimmer gelagert, damit meine Gäste sich daran bedienen können. Ja, ansonsten war es das eigentlich mit dem Raum. Wir haben hier jetzt noch so ein Mini-Regal, wo auch dann nochmal so Deko ist. Genau, hier unten stehen so ein paar Bilder, die wollte ich eigentlich auch noch an die Wand bringen. Habe es aber bisher noch nicht geschafft, obwohl ich hier schon 2,5 Jahre wohne. Aber ja, die werden auch noch ihren Platz finden. Aber ansonsten finde ich, sieht das auch ganz hübsch aus, wenn das da so rumsteht. Also ich finde an sich das Gästezimmer echt sehr, sehr pretty. Und das hat von allen Räumen so einen anderen Stil, finde ich. Das ist hier alles so kuschelig und alles so gold-weiß. Und die anderen Zimmer sind alle grau, silber, weiß. Werdet ihr aber jetzt sehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt gegenüber in den nächsten Raum. Und zwar ist das das Gäste-WC. Genau, hier ist jetzt das Gäste-WC. Hier sind so ein paar Schubladen. Da können sich meine Gäste bedienen. Da sind so ganz, ganz viele Produkte. Das heißt, sie können eigentlich komplett ohne Produkte herkommen, weil die finden bei mir hier alles. Wir haben hier Shampoo und Conditioner und Öle und Bodylotion, Cremes, alles, was das Herz begehrt. Was ich richtig nice finde, ist, dass unser Gäste-WC auch eine Dusche hat. So haben meine Gäste ihre eigene Dusche und Marvin und ich haben halt unser Hauptbadezimmer mit unserer eigenen Dusche. Und die Dusche ist auch sehr groß und aus Glas und sieht einfach pretty aus. Da drin sind dann auch Produkte für meine Gäste und ja, ansonsten haben wir hier noch so ein bisschen Deko. Übrigens, kleiner Tipp für alle, die Angst haben, echte Kerzen anzumachen. Ich habe mir hier so eine Fake-Kerze geholt. Die sieht aber ziemlich echt aus und habe die dann hier in so ein Glas von Rituals reingestellt. Sieht doch hübsch aus, oder? Ja. So, vom Gäste-WC geht es schräg gegenüber in meinen Lieblingsraum, mein absolutes Traumzimmer und zwar mein Ankleidezimmer. Let's go. Tada!
hier ist mein wunderschönes Ankleidezimmer. Damit habe ich mir selber einen Traum erfüllt. Hier seht ihr auch nur meine Sachen. Marvin hat original so einen kleinen Kleiderschrank, zu dem kommen wir gleich. Hier gibt es einiges zu sehen. Also ich habe mich erstmal hier für so IKEA-Packschränke entschieden. Viele haben mir bei Instagram schon geschrieben, dass es gar nicht nach IKEA aussieht, durch diese Glastüren. Aber es ist alles von IKEA tatsächlich. Es war auch gar nicht so teuer. Ich habe mir die ganzen IKEA-Schränke selbst bei IKEA halt zusammengestellt. Auch alles, was ihr innen drin findet. Also die ganzen Schubladen, die Beleuchtung und sowas. Und ja, wenn man reinkommt, sieht man halt das. Dann habe ich hier so in der Mitte so ein Puff, nennt man das, glaube ich. Da ist auch nochmal so Stauraum. Da findet man einfach so, ja, Lockenstab und Glätteisen und sowas. Dann habe ich hier rechts so Pullis und Crop Tops. Ist ein bisschen unordentlich. Ich habe das jetzt nicht so wirklich aufgeräumt. Dann habe ich hier zum Beispiel meine ganzen Blazer. Davon habe ich einige. Und auch hier meine ganzen Designer Bags. Große Liebe. Alles sehr gequetscht. Ich glaube, ich zeige euch gar nicht mal so alles von meinem Kleiderschrank. Vielleicht drehe ich dazu nochmal ein separates Video. Also wenn ihr euch eine ausführliche Ankleidezimmertour wünscht, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich das separat nochmal drehen und euch genau zeigen, was sich wo befindet. Genau, wenn man dann hier so weitergeht, da sind halt wie gesagt nochmal so Kleider und sowas, kommen wir hier zu meinem wunderschönen Schminktisch. Danach hatten auch sehr viele auf Instagram gefragt, allerdings würde ich euch den nicht empfehlen. Der sieht zwar an sich schön aus, aber die Qualität ist wirklich Müll, also wirklich Müll, Müll, Müll. Und der war sehr teuer, deswegen will ich auch gar nicht die Marke nennen. Aber das war auf jeden Fall alles zusammen, also quasi hier der Schminktisch mit dem Spiegel und mit dem Licht und auch hier die Kommode, die noch mit dabei ist. Aber die Qualität halt ist wirklich wack. Aber was man hier finden kann, sind erstmal so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mein Parfüm, Universe, check it up. Dann habe ich hier in dieser Schublade Make-up-Produkte, die ich ja, so täglich benutze. Die habe ich hier reingeräumt, da weiß ich immer genau, okay, hier finde ich das und das und das. Hier sind eigentlich nur so Desinfektionssachen und sowas drin. Dann habe ich hier noch meine ganzen Pinsel und hier meinen wunderschönen Stuhl, der leider auch schon übelst dreckig ist. Der ist auch aus so einem Teddyfell, habe ich bei Amazon gefunden, auch sehr pretty. Da sind dann, oh Gott, jetzt müssen wir mal hier hinkommen. Dann befindet sich hier mein kompletter Schmuck. Ich habe hier so zwei Schmuckständer, hier hängen meine ganzen Ketten, Armbänder, Ringe. Das meiste ist von Pure Lay. Dann habe ich hier nochmal so Ohrringe und Kreolen und sowas. Und hier drunter sind dann nochmal zwei Schmuckkisten mit etwas teurem Schmuck, die ich nicht jeden Tag trage, sondern nur so zu besonderen Anlässen. Genau. Das findet sich hier. Habe ich alles an die Ecke gestellt. Wie gesagt, die Schubladen zeige ich euch jetzt nicht, aber wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, dann werden wir das machen. Dann habe ich hier noch so einen Packschrank. Nee, wie nennt man das denn? So eine Alexa-Kommode, glaube ich, heißt das. Hier befindet sich mein komplettes Make-up drin. Also hier ist wirklich alles. Foundations, meine Lipliner, Lippenstifte und so weiter und so fort. Was sich dahinter verbirgt, ihr wisst Bescheid, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das. Ja, dann habe ich hier noch ein Regal mit meinen Lieblings-Sonnenbrillen. Ich habe aber noch viel, viel mehr. Bei mir ist das so ein Tick, ich liebe Sonnenbrillen über alles. Andere sammeln Schuhe oder Briefmarken, ich sammle Sonnenbrillen. Ich habe da so eine Passion für. Auf jeden Fall sind das so meine Lieblings-Sonnenbrillen und die anderen habe ich noch im Schrank verstaut. Ansonsten, hier ist eigentlich nichts Besonderes drin, nur so Krimskrams. Und ja, that's it. Dann habe ich hier einen großen Spiegel, beziehungsweise einen Spiegelschrank. Dahinter befinden sich so Hoodies und sowas. Und genau. Dann auf dieser kompletten Seite befinden sich meine ganzen Schuhe. Und ich sag's euch, ich habe schon ausgemistet, aber hier ist einfach kein Platz mehr. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, die Schuhe hier stehen mittlerweile schon übereinander. Also ich musste die so übereinander stapeln, weil ich nicht weiß, wohin mit denen. Ja, auf jeden Fall meine ganzen wunderschönen Schuhe. Ach so, hier, das kann man vielleicht auch mal kurz zeigen. Hier sind meine ganzen anderen Sonnenbrillen. Also wie man sehen kann, ich bin wirklich ein krasser Sammler. Ja. Noch mehr Schuhe, Sneaker und in dem Schrank befinden sich eigentlich hauptsächlich hohe Schuhe, High Heels. Ja, das war mein
Ankleidezimmer, wie gesagt, mein persönlicher Lieblingsraum. Hier befinde ich mich sehr, sehr oft und sehr gerne. Okay, aus dem Ankleidezimmer raus befindet man sich hier wieder im Flur. Und wir haben hier so einen eingebauten Schrank im Flur stehen. Das ist sehr, sehr praktisch. Hier hinter befinden sich halt, ja, Jacken. Wenn Freunde kommen oder so, hier sieht es sehr unordentlich aus. Das ist Sinjas scheiße Jacke. Genau, und halt Kissen und noch so Sachen, die man halt nicht unbedingt sehen möchte. Sehr praktisch, so ein Einbauschrank. Das Ding ist, wir haben keinen Keller, wir haben aber einen Abstellraum und da gehen wir jetzt mal rein. Und ich sag's euch, dieser Raum rettet Leben. Da befindet sich alles, was man nicht sehen soll. Von Putzzeug bis Waschmaschine und Wäsche und keine Ahnung was. Also der Raum ist sehr hässlich, aber sehr, sehr praktisch und sehr nützlich. Und er ist auch relativ groß für einen Abstellraum. Tada! Tada! Ja, gut. Quetscht euch mal hier rein. Das ist der Abstellraum. Hier befinden sich, wie man gerade hören konnte, meine Wäscheleinen. Dann haben wir hier so einen Riesenschrank. Bitte film nicht nach oben. Okay, komm, einmal ganz kurz. Katastrophe da oben. Hier ist so ein Riesenschrank. Hier befinden sich Vasen oder ganz viele Einkaufstaschen. Ich wusste nicht, dass ich so viel Weihnachtsdeko habe. Können wir mal klarkommen? Also gestört. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles angesammelt habe. Genau, und auf der anderen Seite kann man auch mal kurz zeigen. Der ist relativ aufgeräumt, also schon sortiert. Hier befinden sich unsere ganzen Spiele. Ich wusste auch nicht, dass... Also das hier sind alles einfach Brettspiele, Kartenspiele. Man muss sagen, ich hasse Spiele über alles. Ich weiß nicht, warum wir davon so viele haben. Ich glaube, Marvin hat die alle irgendwann mal angeschafft. Ansonsten findet man hier Werkzeug, Gebrauchsanweisungen, Kabel und ganz viel Deko-Zeugs. Und hier unten ist halt das ganze Putzzeug. Ja, und das verstecken wir immer hier hinter diesem Schrank. Ist eigentlich ganz praktisch. Hier haben wir Pfandflaschen, Wäschekorb und das hier ist eigentlich ein Schuhregal, aber wir verstecken hier unseren Alkohol. Hier findet man ein paar Flaschen, die nicht mehr in den Kühlschrank eingepasst haben. So. Ansonsten habe ich hier hinten zwei Waschmaschinen, die eine ist noch mit Trockner und meine ganze Wäsche und ja, alles, was man halt nicht sehen muss und nicht sehen sollte, befindet sich hier. Ich bin sehr dankbar für diesen Raum und würde sagen, wir gehen jetzt direkt in den nächsten Raum. Das ist das Hauptzimmer und zwar Wohn- und Esszimmer und Küche, alles in einem. Seid ihr bereit für den nächsten Raum? Ich finde den wunderschön. Heute haben wir erst noch die ganzen Gardinen angebracht. Ich hatte 2,5 Jahre einfach keine Gardinen in diesem Raum. Dabei habe ich, glaube ich, 10 Fenster oder so, bodenlange Fenster. Und die haben jetzt gerade noch angebracht und es sieht richtig pretty aus. Und ja, viel Spaß. Tada! Ja, hier befinden wir uns in unserem Wohn- und Essbereich. Wie schön sieht das aus? Ich freue mich voll, dass es hier so hell ist. Ich habe nämlich früher in der Wohnung gewohnt, die war sehr dunkel. Das war so eine Kellerwohnung und da kam gar kein Tageslicht dran. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass hier so viel Tageslicht reinkommt. Ja, hier befindet sich unsere Couch, auf der wir sehr gerne chillen. Die ist auch wirklich riesig. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber die ist halt wirklich riesengroß. Die Couch ist vom Bretz und die war arschteuer. Wirklich, die war so teuer und ich musste so lange auf diese Couch warten. Und als kleines Goodie haben die mir original dieses kleine Kissen geschenkt. Und ich war so, cool, danke. Auf jeden Fall, das habe ich geschenkt bekommen. Hier chillen wir immer gerne. Das hier ist so mein Platz. Da chillt immer Marvin und Moskau chillt irgendwo hier so in der Mitte. Und ja, hier gucken wir dann Fernsehen oder gucken nach draußen. Ich zeige euch gleich mal die Terrasse draußen. Die ist auch geisteskrank und wir haben da echt einen richtig schönen Ausblick. Ja, wenn man sich jetzt mal umdreht, hier ist so unser Fernseher. Hier ist auch ein kleiner Fail. Wir haben hier diese Kommode aufgehangen. Die ist auch von Ikea und diese Glasböden. Die sind immer ausverkauft bei Ikea, deswegen fehlen hier auch zwei. Also ich glaube, man kann es erkennen. Die sind hier einfach nur so draufgelegt und ich warte immer wieder, bis sie die wieder vorhanden haben, aber bisher nicht. Deswegen sieht das jetzt gerade so aus. Ja, hier haben wir so ein paar Deko-Sachen. Da drinnen befinden sich, ich weiß gar nicht, auch so Kamerazeugs, dann hier unsere Laptops und hier, das kann man zeigen. Hier befindet sich unsere ganzen Spiele, unsere Switch, unsere Wii-Spiele und unsere Wii. Und ja, so ein paar Nintendo DS. Also wenn wir mal Bock haben zu zocken, hier drin ist alles. Oh. Dann halt der Fernseher.
Also mein Papa hat den Fernseher angebracht, hatte ein bisschen was im Tee und hat die Löcher irgendwie falsch eingeschätzt. Deswegen hängt er so ein bisschen schief, aber juckt jetzt auch nicht so unbedingt. Dann habe ich hier so ein bisschen Dekozeug. Dann habe ich hier so eine Riesenvase, zu der habe ich auch voll viele Fragen schon bekommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, woher ich die habe. Ich weiß noch, dass ich bei Google einfach eingegeben habe, bodenlange Vase und dann auf Bilder gegangen bin und dann habe ich irgend so einen Shop gefunden. Die ist auch leicht, also die sieht so massiv und schwer aus, aber die war wirklich leicht, also die kann man tragen. Und dann habe ich hier halt so Pampasgras reingemacht. Das Pampasgras habe ich von Marvins Mama, das hat die mir aus ihrem Garten gegeben. Richtig pretty. Dann haben wir hier einen ganz großen Spiegel und den finde ich auch so wunderschön und ich finde, der passt hier perfekt rein. Genau. Ansonsten da noch so ein bisschen Deko und hier ist unser Essbereich. Ich muss sagen, wir sitzen hier eigentlich nur, wenn Freunde da sind. Dann essen wir hier mit Freunden gemeinsam. Ansonsten essen wir auf der Couch und am Couchtisch, wenn Marvin und ich alleine sind. Genau, hier können 6 Leute sitzen. Es ist so ein Glastisch. Ich habe ja gesagt, ihr findet überall immer wieder hier diese verspiegelten Sachen. Und ja, dann haben wir hier auch so verspiegelte Bilderrahmen, 2 Stück. Die habe ich über Trillion Lady Label bestellt. Ich habe die nämlich bei denen im Shop gesehen und habe gefragt, oh mein Gott, wo habt ihr das gekauft? Und dann haben die mir die selber bestellt. Und ja, finde ich richtig schön. Ich finde auch hier die Esstischstühle richtig schön. Die sind von der Kollektion von Sita Mars zusammen mit Möbel Höffner, glaube ich. Ich muss sagen, die sind aber nicht so stabil. Die sind so ein bisschen wackelig, aber kann auch sein, dass ich die Beine nicht richtig angeschraubt habe. Aber was pretty ist, ist, dass hier hinten diese Details, ich weiß zwar nicht, wofür das ist, aber es sieht einfach schön aus. Ja, und passt hier hin. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, kommen wir zum, oder zur Küche. Tada! Das hier ist unsere Küche und da gibt es einiges zu erzählen. Die waren nämlich, als wir hier eingezogen sind, komplett weiß. Und irgendwie fand ich das einfach zu, ja, es sah irgendwie zu langweilig aus, sah voll nach Krankenhaus aus. Deswegen habe ich meinen lieben Freund Paul Griffig gefragt. Der hat ja eine Foliererfirma mit seiner Freundin Jasmin zusammen. Und die haben mir dann die Küche in so einer, mit so einer Marmorfolie beklebt. Also es ist, genau, das war vorher nicht. Es war alles so in diesem Weißton. Und ja, die haben das dann perfekt alles zugeschnitten. Also man sieht auch hier dieses Marmormuster. Hat so einen richtigen Verlauf, also es geht immer über und sieht richtig hochwertig aus. Und dann haben die mir auch so eine Plexiglasscheibe angefertigt und da dann auch nochmal mit Marmorfolie beklebt. So sieht das aus, finde ich auch richtig schön. Vorher war da nur eine ganz stinknormale weiße Wand, so wie da drüben. Und ich finde, das wertet alles nochmal richtig auf. Ansonsten, ja, die Küche sieht mega aus. Ich kann nicht kochen, Marvin kann nicht kochen, eigentlich voll schade für so eine wunderschöne Küche. Aber den Backofen benutzen wir fast jeden Tag und ich sag's euch, dieser Backofen ist der beste Backofen. Pizza braucht da drin 6 Minuten. 6 Minuten und ihr habt eure Piccolinis. Ansonsten, oh, ich sehe gerade, der ist nicht aufgeräumt, also der ist nicht sauber. Aber egal. Hier unten befindet sich ein Weinkühlschrank, auch nicht wirklich gerade sauber. Aber ja, wir haben, also wir trinken keinen Wein, aber hier findet man Softgetränke, ein gutes Wässerchen für zwischendurch und ja, also auf jeden Fall sehr praktisch, so einen Getränkekühlschrank zu haben, denn unser Hauptkühlschrank ist relativ klein und da sind jetzt die ganzen Getränke gar nicht reingepasst. Ansonsten, ja, ganz normal hier so eine Arbeitsplatte, unser Thermomix, der kommt in letzter Zeit auch mal öfter in Einsatz. Dann man kann ja hier mal ein paar Schubläden zeigen. Hier in unserem Schrank findet man unsere ganzen Gläser. Ich habe irgendwie ziemlich viele Gläser, fällt mir gerade auf. Aber ja, vor allen Dingen habe ich sehr, sehr viele Shotgläser. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe einfach, Junge, wie viele Shotgläser habe ich hier, Alter? Guckt euch das an. Und was richtig cool ist, ich habe für meine engsten Freunde, oder ich habe von meinen engsten Freunden so personalisierte Shotgläser bekommen. Richtig cool. Ja, hier ist eigentlich auch relativ alles gut sortiert und aufgeräumt. Hier befinden sich so Tee und Gewürze und so ein anderer Stuff halt. Dann, hier ist unser Kühlschrank mit Gefrierfach. Man sieht, der ist nicht wirklich groß, also er nimmt schon sehr viel Platz weg. Also Getränke hätten jetzt nicht so viele reingepasst, aber ja, das war unser Kühlschrank. Hier haben wir so ein kleines Whiteboard, da schreiben wir immer auf
wenn wir uns irgendwas merken müssen oder irgendwelche wichtigen Termine, die schreiben wir uns dann immer hier auf, wie zum Beispiel heute Roomtour drehen. Check. Hier haben wir noch so eine kleine To-Do-Liste, wo wir Sachen aufschreiben können. Dann hier wieder so ein paar Deko-Sachen und das fand ich auch richtig pretty. Das haben wir vom Plexiglas zugeschickt bekommen. Das ist so eine Plexiglasscheibe mit einem Foto von Marvin und Moskau und ich finde, das hat hier richtig gut reingepasst. Dann haben wir hier noch einmal so einen Elektrokamin mit auch so ein paar Deko-Sachen drauf. Hier habe ich ein Bild, das kam tatsächlich gestern erst an. Und zwar hat mir das eine liebe Followerin geschickt. Das hat sie selber gemalt und ich fand das so schön. Das ist ein Bild von Marvin und mir von unserer Hochzeit aus Las Vegas. Und das hat hier bei uns diesen Ehrenplatz bekommen auf dem Kamin. Und ich finde, das sieht schön aus und passt hier perfekt hin. Ja, das war unser Wohn- und Essbereich und unsere Küche. Und jetzt zeige ich euch noch unseren wunderschönen Balkon. Der ist wirklich sehr groß und wir haben eine Aussicht. Sieht so wunderschön aus, vor allen Dingen im Sommer fühlt es sich an wie Urlaub. I show you, let's go. Übrigens, bitte judge mich nicht, die Gardinen sind, ich weiß, die sind viel zu lang, die müssen auf jeden Fall noch gekürzt werden. Aber ich bin froh, dass hier nach 2,5 Jahren überhaupt mal Gardinen hängen und ich finde, das macht voll viel aus. Ich weiß gar nicht, wie ich vorher ohne Gardinen gelebt habe. Also, ich habe von außen noch so Jalousien, die ich runter machen kann, die waren halt meistens unten, aber so sieht es natürlich 1000-mal schöner aus. Das Geile ist auch, wir haben hier überall so bodenlange Fenster und die kann man auch alle öffnen. Das heißt, im Sommer machen wir wirklich hier alles komplett auf und dann kann man ja den ganzen Rhein sehen und das sieht richtig pretty aus. Das hier ist der Balkon, wunderschön und sehr groß. Also hier ist erstmal so ein kleiner Weg und wenn man hier langläuft, dann kann ich vielleicht mal kurz einen Blick auf den Rhein zeigen mit den ganzen Booten. Also ihr müsst euch das mal im Sommer vorstellen, es ist so schön. Und fühlt sich einfach wirklich an wie Urlaub, als wenn man so auf Ibiza am Hafen chillt. Richtig nice. Und genau, hier ist dann unsere kleine Lounge-Ecke mit unseren Möbeln. Wir haben uns für weiße Möbel entschieden, was ein großer Fehler war. Das wusste ich aber vorher schon, dass das halt schnell dreckig wird. Und ja, die sind halt wirklich... Hallo! Hallo! Geh, komm her! Komm her! Da will ich beißen. Komm her! Auf jeden Fall weiße Möbel. Kritisch, weil die halt schnell dreckig werden, aber ich fand es einfach schön. Deswegen ja, sind die weiß geworden. Wie man sehen kann, Moskau gefällt es hier auch. Dann haben wir hier die Flower Wall. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon von Instagram. Die haben wir von Nelly Flower. Und die haben uns die extra hier maß angefertigt angebracht. Und auch mit so einem kleinen Leuchtschild. Und im Dunkeln sieht das hier auch richtig, richtig schön aus. Vor allen Dingen auch mit der Aussicht. Und ich kann euch mal gleich zeigen, wenn man hier sitzt, guckt man nämlich genau auf den Kölner Dom. Und das sieht einfach so schön aus. Jetzt gerade ist es ein bisschen kalt. Aber wenn man hier die Jalousien runter macht, dann hat man so einen kleinen Wintergarten. Wir kuscheln uns dann mit Decken ein und chillen hier und gucken auf dem Tablet oder auf dem Laptop Filme. Und es ist auch sehr kuschelig und nice. Jetzt gehen wir aber wieder rein, weil mir ist arschkalt. So, dann haben wir jetzt noch ein Zimmer, beziehungsweise zwei, und zwar Schlafzimmer und das Hauptbadezimmer. Und da gehen wir jetzt lang. Und zwar einmal zurück in den Flur. Ja, guten Tag. Xenia, was geht ab? Oh, jemand schreibt, Uliana schreibt hi. Was schreibt sie? Warum schreibt sie dir? Das ist meine beste Freundin. Das ist dein Handy. Ach so. genau, wenn man jetzt hier lang geht, hier ist nochmal so, ja, so ein kleines Mini-Regal. Hier haben wir unsere Überwachungskamera. Also, falls einer von euch hier rein will. I'm watching you. Ich werde direkt benachrichtigt. Ja, hier haben wir nochmal so ein kleines Bild. Leuchtbuchstabe hier. Unten findet man Moskaus Wasserschüssel. Hier sippt er immer mal wieder. Und dann ist hier das heilige Schlafzimmer. Hier ist unser wunderschönes Schlafzimmer. Und ich muss sagen, ich bin hier auch so, so gerne drin, weil es einfach sehr gemütlich ist. Auch hier sieht man ganz, ganz viel von diesen verspiegelten Kommoden, aber ich liebe das einfach. Es ist voll mein Geschmack und ja, kommt herein, herein. Hier seht ihr nämlich auch endlich mal Marvins Kleiderschrank. Ich habe ein ganzes Zimmer und er hat das hier bekommen, wobei ich auch sagen muss, er hat im Gästezimmer noch einen Kleiderschrank. Also er hat schon viel Platz und er ist halt ein Typ und er hat nicht so viele Sachen wie ich. Ich weiß gar nicht, ob er aufgeräumt hat. Nee, lassen wir mal zu. Ja, das ist auf jeden Fall Marvins Kleiderschrank. Und hier in der Ecke befindet sich Moskaus Ecke. Moskau, komm mal her. Komm her, zeig mal dein Zimmer. Ja, komm mal her. Zeig mal dein... Hast du aufgeräumt?
geräumig hast du es hier. Das hier ist Moskaus kleines Tippi. Da befinden sich seine ganzen Spielsachen. Und hier hat er sogar eine kleine Bar. Hier steht einfach Moskaus Minibar. Ja, hier befinden sich so seine ganzen Sachen. Er schläft dann hier drin, aber er hat auf jeden Fall seine ganzen Spielsachen. Und dann, wenn man sich umdreht, ist hier unser wunderschönes, heiliges Bett. Auf dem schläft man so gut. Und ich weiß nicht, ob es in der Kamera rüberkommt, aber es ist wirklich riesengroß. Ich glaube, es ist 2 Meter mal 2 Meter, plus halt das Drumherum. Und es ist richtig gemütlich, als wenn man auf einer Wolke liegen würde. Und dieses Bett ist auch mega, also hier gibt es ganz, ganz viel Stauraum, das zeige ich euch gleich. Ja, hier schläft Marvin, auf der anderen Seite schlafe ich. Wir haben hier zum Beispiel so eine Klappe und da kann man Sachen verstauen, wie zum Beispiel Kissen, das hat Marvin für mich gemacht. Genau, und man kann auch diese ganze Matratze einmal anheben und darunter befindet sich dann Bettwäsche und ja, genau, andere Decken und sowas. Also sehr, sehr viel Stauraum. Das Bett haben wir von Dilara Betten und es ist wirklich sehr gemütlich und die Qualität ist wirklich top. Unser Fernseher, da hinten ist einfach nur mein Nachttisch, wo meine Brille liegt. Dann so ein Schlafspray, was ich abends immer auf unser Bett sprühe. Ein paar Bücher, ein paar Notizhefte, wo ich ja, abends noch so ein paar Notizen mache oder meine To-Do-Liste für den nächsten Tag noch schreibe. Dann habe ich hier so einen kleinen Lichtprojektor, der macht so einen Sternenhimmel, seht ihr nachher im Dunkeln auch. Und vom Bett aus, also zumindest von meiner Seite aus, kann man nach draußen gucken und sieht da direkt den Rhein. Also auch sehr, sehr schön, vor allen Dingen im Sommer, wenn die Sonne, weil die Sonne geht hier auf und die weckt einen quasi und dann hat man den Blick auf den Rhein, auch sehr pretty. Wenn wir uns jetzt umdrehen, dann ist hier einmal noch so eine verspiegelte Kommode mit so ein paar Deko-Sachen und auch wieder dem gleichen Bilderrahmen, der auch im Wohnzimmer hängt, aber diesmal mit einem privaten Foto von Marvin und mir. Ich glaube, das war eins unserer ersten Fotos, unseren ersten gemeinsamen Fotos. Und das hat Marvin mir zum Geburtstag geschenkt, richtig schön. Ich glaube, es ist schon, ja, vor 2 Jahren oder so hat er mir das geschenkt. Dann haben wir hier auch wieder so ein Plexiglas-Bild von Moskau und Romeo. Romeo lebt ja bei Marvins Eltern. Da war der einfach noch viel kleiner als Moskau. Mittlerweile ist Romeo viel, viel größer. Und wenn wir uns dann umdrehen, ist hier noch ein ganz, ganz großer, wunderschöner silberner Spiegel. Ja, ich finde, der passt hier auch perfekt rein. Der ist allerdings kaputt angekommen. Also da unten ist so, ja, so ein Bruch drin, aber ich hatte keinen Bock, den wieder zurückzuschicken. Das hätte viel zu lange gedauert, deswegen habe ich den jetzt einfach so übernommen. Dann haben wir hier noch so ein paar Deko-Sachen, Fake-Kerzen, ja, einen Teppich. Und hier sind dann nochmal so 2 verspiegelte Kommoden. Da sind hauptsächlich Sportklamotten drin und Schlafanzüge und so Radlerhosen und so Kleinigkeiten halt. Ja, und wenn wir uns jetzt umdrehen, kommen wir ins Hauptbadezimmer. So, und hier befindet sich von Marvin und mir das Badezimmer. Und es ist auch relativ groß. Und das Geile hier ist, wir haben hier erstmal 2 Waschbecken, einen riesengroßen Spiegel, eine große Glasdusche. Was mich hier nur abfuckt, ist, dass das Glas nicht bis zum Ende geht. Deswegen, also Wasser spritzt jetzt nicht so viel raus, aber irgendwie stört mich, dass es hier offen ist. Aber an sich ist die Dusche auf jeden Fall sehr groß und schön. Wir haben auch hier, so wie auch im Gästebadezimmer, diese Regendusche. Auch sehr nice, wie im Hotel. Genau, dann hier 2 große Waschbecken. Das hier ist Marvin sein Waschbecken, das ist meins. Hier sind nochmal Badezimmer-Unterschränke, die mussten wir maßanfertigen. Hier waren vorher keine drin und das sah sehr hässlich aus. Deswegen, ja, haben wir uns die von unserem Schreiner anfertigen lassen. Hier kann man auch mal kurz reingucken. Hier sind meine ganzen Skincare-Produkte. Genau, alles, was man so braucht. Dann habe ich hier aber auch noch so ein Teil. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Und hier sind so Produkte, die ich jeden Morgen und jeden Abend benutze. Ich tausche da immer, also variiere da immer. Und dann hier so eine kleine Schmuckschatulle, damit ich abends meinen Schmuck ablegen kann. Dann haben wir hier, das habe ich mir jetzt neu geholt bei Ikea, ganz normal diese 2 Schränke oder diese 2 Regale habe ich jetzt vor kurzem erst geholt. Das sind diese Basic-Regale von Ikea, die waren auch nicht teuer. Genau, dann habe ich mir hier so Kisten geholt, wo wir unsere Sachen verstauen, wie zum Beispiel Föhn. Und noch so andere Krimskrams-Sachen. Dann haben wir hier unsere Handtücher, ein bisschen Deko. Und wir haben hier in diesem Badezimmer halt die große Dusche und eine Badewanne. Und ich liebe es zu baden, vor allem jetzt so im Herbst, Winter. Ja, haben wir eine wunderschöne große Badewanne.
Und das Ding habe ich mir auch neu geholt. Fände ich auch sehr praktisch, vor allem wenn ich jetzt im Herbst, Winter öfter bade, kann ich hier meinen Laptop aufstellen und nebenbei noch was machen oder mir einen Film reinziehen und es sieht einfach cool aus. Ja, dann habe ich hier noch so Milchglas, also dass auch keiner reingucken kann. Wir haben aber auch da von außen wieder diese Rollos, die man runter machen kann, wenn es einem zu hell ist oder so, damit man auch tagsüber eine, ja, dunklere Atmosphäre hat, damit alles so ein bisschen chilliger hier aussieht. Ja, dann unsere Toilette, auf der wir sehr gerne sitzen. Die ist wirklich sehr gemütlich. Und ja, das war's. Ich feiere das auch, dass hier vorher schon diese zwei Lampen dran waren und halt dieser riesengroße Spiegel. Das hat uns auf jeden Fall sehr viel Zeit und Arbeit gespart. Das haben wir halt vom Vormieter angenommen. Und ja, that's it. Das war unser Badezimmer. Ja Leute, das war unsere Wohnungstour. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nach 2,5 Jahren seht ihr auch endlich mal, wie wir hier so wohnen. Wir fühlen uns hier sehr wohl und sind übertrieben happy, hier wohnen zu dürfen. Und ja, sind sehr, sehr dankbar dafür. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein paar Ausschnitte, wie das Ganze hier im Dunkeln aussieht, weil wir haben hier sehr viele Lichter auch angebracht, die man halt abends anmacht, damit das Ganze noch, ja, gemütlicher aussieht und auch draußen das Leuchtschild und so. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei den nächsten Shots. Da seht ihr dann die komplette Wohnung im Dunkeln. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.